Ein Wettkampf, der seinesgleichen sucht, in einer Stadt wie keine zweite. Der America's Cup in New York City. Es ist die Rückkehr der ältesten und bedeutendsten Segelregatta der Welt in die Metropole am Hudson River nach rund 100 Jahren. Das Oracle Team USA weiß um die Bedeutung des Rennens. Das wird ein Erlebnis, das ich sicher nie vergessen werde. Das Rennen auf dem Hudson River wird der Hammer. So viele Zuschauer. Der Titelverteidiger um Skipper Jimmy Spittle hat auf den Bermudas trainiert, gekämpft, gelitten für das eine Ziel. Entscheidungen, die wir diesen Sommer treffen, werden den Ausschlag geben, ob wir den America's Cup gewinnen oder nicht. 6 Teams sind im Wettbewerb. Der Ausgang? Ungewiss. Aktuell haben alle Teams so ein hohes Niveau, da kann echt jeder gewinnen. Top Speed auf dem Wasser, im Antlitz des neuen World Trade Center und der Freiheitsstatue. Eine bessere Arena für sportlichen Wettkampf, die gibt es nicht. Mit technischer Unterstützung von BMW will das Oracle Team USA voll auf Sieg fahren. Man will dem derzeit punkteführenden Team Neuseeland zeigen, wer hier Herr im Hause ist. Die Gelegenheit, an einem solchen Rennen teilzunehmen, bekommen nur sehr wenige Menschen. Ich hoffe, wir haben guten Wind und können den New Yorkern eine tolle Show bieten. Wochenende 7. und 8. Mai, New York City. Showdown beim Louis Vuitton America's Cup World Series.